Jo, und Hallöchen zur neuesten Runde von World of Tanks. Und ja, neueste Runde. Diesmal wahrscheinlich etwas länger. Ach ja, und danke Matsuo HD für die Info da mit D-Pack oder wie der Kanal heißt. Ich habe mir zwar mal die 4 Stunden reingezogen, allerdings musste ich sagen, ich habe nichts Neues dabei gelernt. Also die 4 Jahre, die ich jetzt bereits WoT spiele, habe ich Indus. Ich kann wohl erstmal von dem hier, von ihm nichts mehr lernen. Und yo. Wie gesagt, ich habe mich entschieden, ich hole mir meinen nächsten leichten Panzer, diesen kleinen Lümmel hier. Und ja, oder hab ihn mir geholt. Und ja. Wie gesagt, mit was machen wir weiter? Fangen wir mit dem Marder an. Mit dem kleinen Marder, den habe ich so gerne. Ich hab gedacht, wir machen ungefähr 2 Runden. Könnt ihr ja so hinhauen. Wir müssen ja nicht das komplette Spiel verfolgen, wenn wir wissen, wie es ausgeht. Wenn wir es nicht wissen, schauen wir es uns natürlich vielleicht ein wenig an. So Sieg oder Niederlage ist ja immer gut zu wissen. Ja. Die gleiche Welt wie letzte Woche. So. Was haben wir hier alles in der Gruppe? Wieder mal lustige Namen vielleicht. Momobo. Old Toby. Mr. Der Batka. Dann wieder Namen, die ich nicht aussprechen kann. Los geht's! Sietzki. Sietzi, 2008. Echt hübscher Name. Total hübsch. Ja, ich gehe mal nach da unten. Es gab gerade einen kleinen Ruckler. Das kommt wohl davon, wenn man so viele Spiele auf einmal offen hat. Das ist wieder Arch-Age. Arch-Age ist schuld, ja. Das ist unglaublich, das Spiel. Was das an Leistung frisst. Das interessiert meinen Rechner nicht. Ah, ah. Nicht mit mir. Die kümmern sich um die Panzer hier. Da. Ich kümmere mich lieber um die Flagge. Wieder oben haben sowieso jetzt genug zu spielen. Machen wir wenn kaputt. Yay! Willst du mich verarschen? Kommt gleich ein Schwerer an. Ah, gleich 2 Schwere. Ja, wenn das alles ist. Und ich habe nur den Kleinen ausgerüstet. Ihr wollt mich verarschen. War ja klar. Naja, das ist das Problem. Marder ist jetzt die niedrigste Stufe jetzt hier wahrscheinlich. Level 5? Ne, Level 4 gibt's auch. Ne, ich bin auch Level 4. Der ist jetzt nicht so toll auf weite Entfernung. Jupp. Wir dürfen jetzt die Munition nicht verschwenden. Wir schießen jetzt hauptsächlich auf Leich, auf mittleren Panzer. Sag mir den mittleren Panzer. Wir schließen hauptsächlich jetzt dann noch, um die Punkte nach unten zu machen. Weil wenn sie hier dauernd immer wieder die Punkte verlieren. Okay, es sind nur die schweren Panzer dort. Die können ja von der Artillerie getroffen werden. Wir haben doch Artillerie, oder? Nein, haben wir nicht. Oh lol. Wollt mich wohl verarschen. Nein! Ich hab gedacht, der fährt da vorne. Verwirr mich hier nicht. Das kostet mir alles Geld, die ganze Muni. Ich bin wahrscheinlich der Einzige im WoT, der sich Sorgen um das Geld wegen der Muni macht. Erwischt. Wir haben sie, Mama. Yeeha! Baka, baka. Also ich glaube, mit Webcam, es macht zwar keinen Unterschied für mich beim Aufnehmen mit Webcam, außer dass ich jetzt hier beleuchten muss. Ansonsten spiele ich total im Dunkeln, ja. Aber ich bin irgendwie glücklich.
Oh, spürst du die Freude? Ja, bestes, was man machen kann, das macht gerade der eine Typ da oben. Ach, sind sogar zwei. Verstecken. Wir hätten eigentlich ungeschoren davonkommen können. Wir hätten eigentlich überleben können. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es hier findet. Wenn ihr wisst, dass es zu Ende ist. Also wenn ihr dann keine große Hoffnung mehr seht, weil ihr wisst, ihr könnt jetzt sterben. Bleibt ihr dann am Leben? Oder sagt ihr dann, bis zum Tod kämpfen wir? Was die kostenmäßig angeht, ist es natürlich besser, wenn man Ding am Leben bleibt. Wie gesagt, so, aber ich habe eher diese Methode bis zum Tode kämpfen. Deswegen sterbe ich wahrscheinlich auch in jeder Runde fast. Einfach weil ich einfach sterbe. Jetzt nehmen wir noch den großen. Mama! Panzer, ich begrüße Sie. Ich hab ehrlich gesagt immer diese Ding, wenn ich der letzte Panzer bin, ich verstecke mich nicht. Ich nehme noch so viele mit, wie ich kann. Und viele, die gehen da wirklich Rückzug, verstecken sich irgendwo und fertig. Sollte ich auch mal machen, aber hab's noch nie gemacht. So, was haben wir denn als Gegner? Wir sind ganz oben mit dabei. Oh, eine ISS, also eine IS, die will ich auch unbedingt haben. Ach, darauf sammle ich übrigens auch gerade mit meinen russischen Panzer. Ja. Also wie gesagt, die interessantesten Panzer von den Deutschen und von den Russen hole ich mir. Von den Russen ist es nur einer, nämlich der IS-7. Das ist der allerletzte Panzer. Den will ich haben. Dann hole ich mir noch die Maus, die Tiger. Dann meinen glücklichen Ferdinand, aber halt erst später. Weil ich glaube, ich gehe erstmal auf die Idee ein vom... Weil ich glaube, ich gehe erstmal auf die Idee ein vom Ding. Sag schon. Guck, guck. Von dem Mezzo, dass ich erst einmal alle auf die fünfte Stufe mache, oder was das war. Ich glaube, er hat gesagt fünfte, aber ich habe ja, glaube ich, schon die siebte. Also, ich, wie gesagt, auf der Stufe, wo ich jetzt momentan bin. Das war mein Handy, tut mir leid. Falls ihr es überhaupt gehört habt, also, das weiß ich ja nicht. Nein, 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 nein. Keine Lust gegen eine KV. Obwohl, vielleicht ein bisschen. Hast du Mut getan? Und weg. Ist mir... Oh, ne, die... Ich hab's gewusst. Wir feuern nicht blind. Ich kann noch sehen. Ja. Es war sowas von klar, dass mich die Artillerie da hinten noch erwischt. Ihr letzten Schuss hat sie jetzt für mich ergopfert. You can see me? Okay, ich bin weg. Die Artillerie hat's auf mich abgesehen. Eindeutig. Oh. Alter, ohne Witz. Wo? Sind das vielleicht die Zwerge da oben? Alter, ohne Witz, das könnte ich mir sogar vorstellen. Okay, okay, okay. Also auf jeden Fall haue ich jetzt von hier ab. Ich gehe jetzt hier katzengrad durch. Bis noch da drüben. Du willst mich wohl verarschen. Nein! Okay, dahin. Da muss ich treffen. Oh oh.
letzten Momente. Au. Darauf einen Saft. Wie gesagt, ich mache keine Werbung für die Marke. Allerdings, was es ist, Tiroler Wasser ganz privat. Also ich habe ein ganz privates Wasser, ja. 10 Vitamine. Natürlich schreiben sie sich nicht rein. Wo kommt man denn da hin? Auf jeden Fall eine Meerfrucht-Erfrischungsgetränk. So. Okay, den letzten können wir uns jetzt noch reinziehen hier. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Da ist er hier. Oh, da ist er ja. Ja, da ist er ja. LOL. Boom. Alter, der hat doch jetzt gerade zweimal mit seiner Kanone verfehlt, oder nicht? Was sehr enttäuschend, wenn man als schwerer Panzer auf der Entfernung eine Artillerie nicht erwischen kann. Oh, da, 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 da. Ja, Erfahrung war jetzt nicht so toll. Ich sag jetzt daran, dass wir jetzt weit hinten waren. Weil ich war total verstört, weil ich glaube mal, dass die da oben auf der Burg uns angegriffen haben. Und deswegen wurde ich an Daumen beschossen und halt die Artillerie. Ja, obwohl ich dachte, oder dech dachte, ja, dass die Mauern mich schützen, aber irgendwie haben die mich ja trotzdem immer wieder erwischt. Tja, wie gesagt, das war's von heute schon wieder. Ach Gottchen, das tut mir echt leid. Aber so 12 Minuten, ich muss mich ja noch um die anderen Projekte kümmern und ja, freue mich auf jeden Fall schon mal auf nächste Woche. Vielleicht sogar ein Together. Wie gesagt, Batzo, wir könnten vielleicht mal ein paar Runden aufnehmen. Ich zeige euch natürlich ja nur die besten Folgen. Also wie gesagt, ich zeige euch jetzt keine, wo es nur grottenschlecht zugeht. Ja, ich zeige euch die besten. Die besten, der besten, der besten. Sir. Ja, wie gesagt, das war's von heute. Bis nächste Woche. Und wie gesagt, freut euch auf die nächsten Projekte. Morgen ist War Thunder dran, soweit ich weiß. Und ja, freut euch drauf.